Ich hab keinen Bock mehr! Wenn mich hier einer in den Kommentaren wegen Star Wars spoilert, komm ich nach Hause, nehme mein Hunting Knife und bring seine Mutter um. Herzlich willkommen zum besten Adventskalender auf YouTube. Und heute packen wir Playmobil aus und der Paul, der muss das Video schneiden. Das ist nämlich unser neuer Praktikant und der hat richtig viel Spaß. Explosion! Explosion! Fangen wir an mit Türchen Nummer 1. Boah, ist ein Schwein. Ist eine Kuh, ja, ich weiß, wie Tiere aussehen. Hat sogar ein Euter. Ich kann sogar sagen, es ist eine weibliche Kuh. Türchen Nummer 2. Ein kleiner Paul. Was? Der kann sich ja nicht mal, der kann sich hinsetzen oder stehen. Der kann nicht mal seine Käppi abnehmen. Also. Ich hätte jetzt gedacht, man kann die Käppi absetzen, geht aber nicht. Paul ist ein Mützenträger. Für immer. Ich glaube, es soll eine Tränke sein oder so. Es ist schon wieder alles scheiße. Mann! Ein grüner Quader. Das ist eine 60654910. Ist das die Telefonnummer von dem grünen Quader? Soll ich ihn mal anrufen? Hallo? Oh ne! Oh ne! Das ist eine Ziege. Aber die Ziege sieht fast aus wie die Kuh. Die Ziege fand ich jetzt ein bisschen. Ich fand die Kuh halt geil, weil die so groß ist. Ich finde große Sachen halt immer besser. Und das kriege ich auf jeden Fall in meinen Mund. Ich krieg den nicht raus. Coca-Cola, Mann. Wenn der besoffene Nikolaus dann euch die Geschenke bringt, dreht er sich kurz den Hals um. Okay. Wie man merkt, ich hab Spaß. Nee! Ein Sack. Eine Katze. Weißt du, was ich jetzt wirklich nicht verstehe, ist, warum haben die diese Naht direkt über sein Gesicht gemacht? Ich meine, das ist ein Hund aus zwei Hälften und der ist ja wirklich in der Mitte durchgeschnitten. Sag mal, Paul, wie sieht's denn eigentlich bei deinen Geschwistern aus? Hast du eine kleine Schwester? Jetzt schon. Wieso können die sich nur hinsetzen? Ich verstehe das nicht. Stell dir vor, du gibst in den Kindergarten, gibst du deinem Kind Playmobil-Figuren? Und der lernt einfach von der menschlichen Anatomie, dass man stehen und sitzen kann. Wie soll er denn irgendwie kacken gehen, wenn er nicht laufen kann? 11. Auf einer Skala von 1 bis richtig kacke, ne? Das ist auf jeden Fall eine 9. Es ist wie bei dem Barbie-Kalender, Alter. Welches Kind geht hin und denkt sich, oh geil, Zaun. Mann! Ich habe ein Schwein ohne Augen bekommen. Warum, Alter? Warum hat es keine Augen? Das ist fürchterlich. Das ist traurig. Meinst du, ich kriege so einen Pickflip hin? Hat funktioniert. First try, ihr habt's gesehen. Paul, wehe, du schneidest das nicht richtig. Ich komme zu dir nach Hause und dann hau ich dir aufs Maul, Paul. Jeden Tag. Ein Hahn. Den finde ich eigentlich ganz okay. Nummer 14. Hä? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Also, wir hatten gerade noch ein kleines Hühnchen drin und welches Ding ist jetzt noch aufgegangen? Denn der 17 war ein Baum. Ich meine, der Baum hat ein Loch und das Schwein hat keine Augen mehr so. Das ist halt einfach wirklich geistig behindert, die Leute von Playmobil, ne? Ich will doch Spaß haben mit Playmobil und das ist kein Spaß. Was ist das? Das sieht nicht mal aus, als würde das zu Playmobil gehören. Nummer 20. Oh. Ein Rentier. Haltet euch fest. Also erstmal hatten wir einen Sack voller Geschenke. Das war zu erwarten. Aber hättest du gedacht, dass Playmobil Engel existieren? Die hat Flügel! Das Schwein hat keine Augen. Ja, die haben das nicht hinbekommen, ein Schwein zu bauen, was vielleicht keinen Strich komplett durch den Körper hat und Augen hat,
Aber dafür haben sie es geschafft, Engelflügel zu machen. Weg mit der Scheiße. Leute, haltet euch fest! Wir kommen jetzt zu 24. Nee! Ein Porsche! Ja, der gute Schlitten, da kann er sich nicht. Oh nee, da sitzt er hinten. Paul, du übernimmst die Kacke jetzt. Wo ist der? Da. Da kann sich der Weihnachtsmann reinsetzen. Mit seiner Ziege. Gab's nicht mal so ein Lied von Leon Mascher, wo der mit der Ziege irgendwie im Auto gefahren ist oder so? Irgendwie da ganz. Ich habe eine ganz komische Verknüpfung gerade mit Ziegen. Ein Hund! Wo ist der Engel? Ein Engel! Der passt leider nicht mehr. So Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie hat der Paul das Video geschnitten? Schreibt es in die Kommentare, das ist nämlich wichtig, weil ansonsten kriegt er kein gutes Praktikumszeugnis, ne? Sonst kriegt er nämlich einfach nur eine 6. Haut rein, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir können stehen oder sitzen.